So, hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten oder weiteren Aufnahmesitzung von Fez. Ich wollte einfach euch mal diesen Speicherplatz hier zeigen. Weil da einfach steht, dass wir eigentlich schon fast 98% haben, also fast 99, um genau zu sein. Und gerade mal knapp 7 Stunden gebraucht haben. Wobei ich denke, diese Zahl ist ein bisschen irreführend. Ich denke, diese Zahl bedeutet nicht, dass wir mit dem Spiel durch sind, sondern dass wir alle Räume besucht haben. Ich denke, es gibt stattdessen immer noch einiges zu entdecken, weil wir ja auch die 32 Würfel brauchen. So, wie auch immer, wir wählen dieses Spiel und fahren fort und schauen doch dann mal, wo wir hinkommen. So, genau. Und ich habe mir mal meine alten Folgen angeschaut und da habe ich auch diesen Würfel hier gesehen. Und dann ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass das ja bedeutet, dass man das Ding von links nach rechts lesen, also um 90 Grad nach links drehen muss und dann lesen. Also man darf die Dinger nicht von oben nach unten lesen, sondern man muss sie von links nach rechts lesen. Und das ist mir eben dann in diesem einen Video aufgefallen, weil wir da quasi in so einem Klassenzimmer waren, wo dann eben die Zahlenfolge erstmal nebeneinander stand. Und da habe ich mir gedacht, wey, gut zu wissen. Deswegen gehen wir mal dahin. Ich weiß, das Ding war auch auf dem Bogen da unten. So. Und dann muss ich jetzt ja mal schauen. Also, das wäre rechts. Rechts T, links. Links T, hoch. Hüpfen, runter. Rechts T, rechts T. Ah, Bottom und Top muss ich wahrscheinlich berücksichtigen. Okay, also machen wir das nochmal. Hier. Links, rechts, top. Rechts. Rechts, bottom. Hoch. Hüpfen, runter und rechts bottom. Oh Gott. So. Hoch, links, rechts top, A, links bottom, rechts A, runter. Das war ein anderer, den ich gesehen hatte. Also gerade habe ich irgendwas am Hals, tut mir furchtbar leid. So, ich probiere das nochmal. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr, ob von Mitte zu irgendwo hingeht oder ob von Mitte, ob von irgendwo zu Mitte. Deswegen probieren wir das mal andersrum. So, den da. Links Ding wäre das dann rechts. Dann wäre das links bottom. Dann wäre das hoch, dann wäre das hüpfen, dann wäre das runter, dann wäre das rechts top, rechts top. Vielleicht muss ich das auch in der Nähe von dieser Tür machen. Wo war sie denn? Okay, die Tür sehe ich gerade gar nicht. Die habe ich doch vorher irgendwo gesehen. Wo war denn die? Da war die doch, oder nicht? Also, dann muss ich mich mal hier hinstellen. So, links, dann sage ich mal, den da hoch. Rechts, den da zurück. Hoch, hüpfen, runter. Rechts hoch, rechts hoch. Nee. Ich glaube, ich muss diesen einen witzigen Raum nochmal aufsuchen, aber bevor wir das machen, gehen wir mal in diesen Raum, den haben wir ja jetzt kürzlich in die Luft gesprengt.
gehen wir da einfach mal rein und dann schauen wir mal. So. Sage mal. Ah. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Tür, zu der wir können. X, B, hoch, runter. Ich glaube, wir brauchen die Schaufel. Die können wir aber nicht nehmen. Ich bräuchte irgendwie. Ah, da oben ist ein. Ah, da ist eine Bombe. Gut. Ich wollte gerade sagen, da oben ist ein Hammer, aber nein, da ist ja eine Bombe. Das reicht mir dann, ja? Also, X aufnehmen, umdrehen, umdrehen und fluff. Okay, da ist das eine. Und dann muss ich hier runter. Zack. Und werfen. Schön. Dann habe ich in diesem Raum auch alles erreicht. Dann können wir durch die Tür gehen. Und sonst gibt es hier ja nichts mehr. Gut. Da ist die nächste Tür. Ah. Und da ist die nächste Bombe. Dann laufen wir mit dem doch mal darüber und werfen sie weg. Bam! Schön. Ui, das war aber nicht gut. Da hätte ich glaube nicht rein dürfen. Oh, okay, verstanden. Ich muss mich da beeilen. Alles klar. Ja, das ist ja mal mies. Zumal es so viel einfacher geht. Okay. Dann mache ich das doch mal so. Hä? Ach, ich muss das komplett durchleiten und dann kann ich hier hin, darüber, da hoch und dann komme ich da hoch. Ah, alles klar. Ich hasse so Zeitdinge. Habe ich das schon erzählt, dass ich so Zeit. Ah, dass ich so Zeitdinge einfach hasse wie die Pest? Also, ich hasse so Zeitdinger. Das ist einfach nervig. Okay. Haben wir geschafft, den da zumindest mal. Dann kann ich ja jetzt mal hier rüber. Dann geht's darüber. Hier rüber, darüber. Ja. Sag mal, da muss man aber echt fix sein. Deswegen glaube ich, bringt es gar nichts. Ich glaube, ich muss die Tür nehmen.
Schade. Okay, was kann ich hier machen? Kann ich die Kiste da unten in die Luft jagen? Naja, das war ja gar nichts. Ups. Ups, ups, ups. Also, nochmal. Dich nehmen. Da runterlaufen, darüber und werfen. Wunderbar. Und hier die Bombe nehmen. Ah, da ist ja die Wand. So, aber das ist dann ja auch wieder so. Ah, so macht es Sinn. So macht es alles plötzlich Sinn. Und dann können wir hier diese Tür öffnen. Wunderbar. Das war echt eine tolle Geschichte. Und wir haben wieder einen Schlüssel. Dann müsste ich ja hier alles erledigt haben. Okay. Das heißt, wir können hier wieder abhauen. So. Aber das da ist natürlich trotzdem ätzend. Wo ist er denn? Da unten. Ah, Mann. Okay, ich laufe mal hier runter. Nee, ich spring darüber. Ja, wunderbar. 32 Würfel. Du hast es geschafft. Jetzt kannst du die Tür in der alten Stadt öffnen. Cool, kann ich. Aber eigentlich will ich noch ein bisschen die Räume erkunden, muss ich sagen. Bevor wir das machen. Oh Mann. Also manchmal ist man echt dämlich. Also manchmal bin ich dämlich, so rum. So, dich nehmen. Und da runterfallen. Oh! So, dich nehmen. Darüber springen, werfen. Springen, springen, springen. Oh Mann! Also, ich weiß schon, wie das gehen soll. Aber wie soll ich denn das zeitlich hinkriegen? Ah, dann springe ich hier hoch, springe ich von da nach da. Das schaffe ich doch nie im Leben. Dann geht's darüber, dann laufe ich darüber, dann drehe ich mich da rum, dann springe ich von da nach da. Spring darüber. Spring da hoch. In der Zeit, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich das denn in der Zeit machen? Und da oben gibt es dann ja natürlich wieder das Rückportal. Habe ich schon erzählt, dass ich Zeitgedönse einfach nicht mag.